Die sieben Samurai. Das hohe Lied des Mutes und der Tapferkeit, der Treue bis in den Tod. Die abenteuerliche Geschichte jener edlen Samurai, die bis zum letzten Atemzug gekämpfend, selbstlos ihr Leben opferten zum Wohle armer, hilfloser Bauern. Ihr Lohn war weder reiche Beute noch großer Ruhm. In ewiger Angst lebte man in dieser Siedlung, ständig bedroht von den Überfällen grausamer Banditen, denen Leben und Eigentum und die Ehre der Frauen schutzlos preisgegeben waren. Doch dann kamen die sieben Samurai und entrollten das Banner des Widerstandes. Seht her. Was sollen die Zeichen bedeuten? Das untere ist das Dorf, mit den Häusern und den Bauern. Aha, und was bedeuten die Kreise? Das sind wir, die Samurai. Unter ihrer kriegskundigen Leitung fassen die Bauern neuen Mut und gehen mit Knüppeln und Bambuslanzen bewaffnet in den entscheidenden Kampf, der sie von der nicht enden wollenden Furcht befreien soll. Ich sehe doch aber nur sechs. Bin ich nicht dabei? Nein. Du bist das Dreieck. Welcher Fürst Kikuchio? In der Hauptrolle der berühmte japanische Schauspieler Toshiro Mifune. Da sind sie! Na endlich, die Hunde sind da! Da kommen sie, die grausamen Teufel, entschlossen, das Dorf zu vernichten. Katsushiro, morgen sterben wir alle? Hab keine Angst. Wir werden die Banditen vernichten. Aber es sind so viele und sie haben Schusswaffen. Weine nicht, Chino. Es wird alles gut. Tagelang währt der Kampf. Noch ist der Sieg nicht errungen. Es sind nur noch 13 Mann. Und diesmal lassen wir sie alle herein. Wir lassen sie an uns vorbeireiten. Dann verfolgen wir sie und stellen sie an der Kreuzung zum Kampf. Wenn ihr tapfer kämpft, entkommt keiner und wir besiegen sie. Mit gnadenloser Härte wird der Kampf geführt, der über Leben und Tod einer ganzen Dorfgemeinschaft entscheiden wird.